Schellkopf, Gaststätten sind geschlossen, Wirtshäuser sind geschlossen, Bars, Clubs sind geschlossen, außer Clubhouse. Was hat's mit dem Hype auf sich? Mit Clubhouse ist es tatsächlich gelungen, in der Art komplett neues Social Media Network auf den Markt zu werfen. Also kurz gesagt, es ist ja so eine Art Audio Drop-in. Das heißt, jemand eröffnet einen Raum, deswegen immer Clubhouse, und dann können die Leute da beitreten und untereinander reden im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist, glaube ich, so der entscheidende Unterschied. Es geht nicht um Video, es geht nicht um Video-Calls, die wir ja alle inzwischen zur Genüge kennen, sondern es ist eine reine Audio-Anwendung. Es ist eine Anwendung, die zumindest bisher nur auf dem iPhone läuft. Und die Kombination aus diesen Dingen macht den wesentlichen Unterschied aus. Ich habe gelesen, es funktioniert nur auf Einladung. Also man wird dazu eingeladen, beizutreten. Hat das nicht so einen leicht elitären Charakter dadurch? Ich glaube, das ist so eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Zum einen, in Wahrheit ist es gar nicht nur auf Einladung, sondern wenn man sich einfach anmeldet und dann irgendjemand auf einen stößt und einen reinlässt, dann ist es auch erledigt. Zum anderen ist es natürlich so ein bisschen Marketing-Gag, um das Interesse zu wecken. Und es hat aber, denke ich, schon auch was damit zu tun, dass das ja ein relativ neuer Dienst ist, wurde irgendwie im April vergangenen Jahres in den USA gelauncht, und da sind Serverkapazitäten dann auch immer schnell mal am Ende. Das hat man auch gemerkt. Mitte Januar war plötzlich einmal die Explosion in Deutschland. Sie kommen ja selber aus dem Lokaljournalismus. Treffen Sie denn da viele alte Bekannte aus dem Lokalen? Man trifft aus allen Bereichen mit den Leuten. Und es sind glücklicherweise, wie ich finde, auch sehr viele Leute aus dem Regionalen und aus dem Lokalen dazugange. Wie kann ich denn als Lokaljournalist das für mich nutzen? Was habe ich davon, wenn ich jetzt als Lokaljournalist da reingehe? Die Menschen, die man erreichen will, entwickeln da Nutzungsgewohnheiten, über die ich Bescheid wissen muss, wenn ich die künftig auch weiter erreichen will. Das ist mal so das eine. Und das andere ist, dass es halt Einschränkungen, die wir gerade schon genannt haben, mal außen vor gelassen, ein super Format ist, wie man mit Leuten ins Gespräch kommen kann, mit einer offensichtlich deutlich geringeren Hemmschwelle, als das mit irgendwelchen Videogeschichten der Fall ist. Über welche Themen spricht man denn dann so? Zunächst mal ist es so gewesen, dass man natürlich viel über Clubhouse selbst gesprochen hat, so nach dem Motto, was will man da, was macht man da, wie findet man es. Das plätschert jetzt aber so langsam aus, und jetzt gibt es wirklich eine ungeheure Themenvielfalt von wirklich sehr, sehr, sehr speziellen, nischigen Dingen zu ganz normalen Fachthemen, über die diskutiert wird. Also da gibt es die unterschiedlichsten Aspekte. Und das ist ja auch das, was es aus meiner Sicht gerade für den Lokaljournalismus spannend macht. Ich meine, wir sind in Wahljahren. Es ist eine perfekte Möglichkeit, um sich beispielsweise Politiker ranzuholen und die in einem Gespräch mitzunehmen und dabei direkt die Leute zu erreichen. Es ist eine super Möglichkeit, von den Menschen Themen zu erfahren, direkt in der Diskussion. Hätten Sie da mal ein konkretes Beispiel dafür? Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge an Möglichkeiten, die vor allem über das hinausgehen, was man mit klassischen Veröffentlichungen erreichen kann. Beispielsweise, es gibt ja in vielen Städten und Regionen so ausländischsprachige Communities, die man kaum erreichen kann. Print sowieso nicht, digital auch schwer. Da habe ich eine Möglichkeit, dass beispielsweise, wenn ich jemanden habe, der, ich sage mal, Türkisch oder Russisch relativ gut sprechen kann, dann kann ich da plötzlich Leute erreichen, die ich sonst total schwer als Lokaljournalist erreiche. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, wer verbietet mir, da einen Club zu machen und dort beispielsweise regionale Bands spielen zu lassen? Die haben keine Auftrittsmöglichkeiten, die wollen alle spielen. Also mache ich doch einmal in der Woche da irgendwie so ein Jamming, eine Jam-Session, oder ich lasse die regionalen Dichter was vorlesen. All die, die jetzt momentan wirklich ein großes Problem haben, irgendwie ihre Kunst an die Menschen zu bringen,
haben da, für die könnte man da eine gute Plattform schaffen. Gehen Sie eher davon aus, dass es nicht ein vorübergehender Hype ist, wie man es zum Beispiel bei Snapchat erlebt hat, sondern vielleicht eine nachhaltige Geschichte? Also zunächst mal würde ich Snapchat nicht als Hype betrachten. Wenn man sich gerade bei den jüngeren Leuten Nutzung anschaut, dann ist da schon ziemlich viel unterwegs. Ähnliches gilt ja auch für TikTok. Und wie gesagt, da werden Nutzungsverhalten geprägt und die Jugendlichen, die jetzt Snapchat-TikTok-Nutzer sind, die sind später hoffentlich auch Nutzer von Zeitungsangeboten. Aber dann muss das natürlich auch zu dem passen, was sie erwarten. Bei Clubhouse, nein, es ist immer so ein bisschen Glaskugel. Ich persönlich weiß nicht, ob es wirklich Clubhouse sein wird am Ende. Bin mir tatsächlich ziemlich sicher, dass dieses Format an sich, also dieses Audio und dieses Drop-in mit einer sehr niedrigen Hemmschwelle und Nutzungsmöglichkeit, dass so ein Format weiter bestehen wird. Dafür gibt es einfach zu viele gute Möglichkeiten, um sowas zu nutzen.